Wieder einmal hat ein neues Jahr begonnen in der Stadt. Wieder einmal, wie schon im letzten Jahr, verlaufen die ersten Tage des ersten Monats des neuen Jahres recht still und unspektakulär, was das öffentliche Leben der Stadt anbelangt. Und wie schon im Vorjahr gibt es dafür ein und denselben Grund, die Corona-Pandemie im Land. Eigentlich beginnt man ja ein neues Jahr in Wilden festlich, bis 2020 mit dem Wildner Neujahrskonzert und Tage später mit dem Neujahrsempfang des Bürgermeisters. Ja, das ist wirklich so, wir sind im Jahr 2 des Corona-Geschehens und wie 2021 im Januar musste ich auch im Jahr 2022 den Neujahrsempfang leider absagen, aufgrund der nicht vorhandenen Möglichkeiten und der gesetzlichen Gegebenheiten. Das ist sehr schade, weil wir eigentlich schwungvoll ins Jubiläumsjahr 800 Jahre Wilden starten wollten mit dem Neujahrsempfang. Nun werden sich die Feierlichkeiten etwas in der Jahresmitte verdichten, wo wir alle die Hoffnung haben, dass es auch Corona zulässt, dass wir feiern können. Für den Wildner Rathauschef verbindet sich das Jahr 2022 mit einer angenehmen Doppelbelastung. Ja, es ist natürlich so, dass der Fokus all unserer Aktivitäten auch in den letzten Monaten auf der Vorbereitung des Festjahres, des Jubiläumsjahres gestanden haben. Aber natürlich wird das Tagesgeschäft weiterlaufen und neben den Festaktivitäten, die wir gemeinsam mit unseren Wildner Bürgerinnen und Bürgern, aber auch unseren Partnerstädten, unseren Bekannten und Freunden, unseren Gästen feiern wollen, haben wir natürlich viele Projekte, die auch noch im Jahr 2021 begonnen wurden. Ich erinnere dort an die Neugestaltung des Stadtparks oder auch den Ausbau unserer Hauptampelkreuzung im Stadtzentrum. Dinge, die also begonnen wurden im letzten Jahr, die noch nicht fertig sind, die wir aber jetzt zügig im ersten Halbjahr 2022 fertigstellen wollen, um dann zumindest in der Zeit der Festwochen im Juni eine rausgeputzte und schöne Stadt präsentieren zu können. In dieser Aufzählung des Bürgermeisters keinesfalls fehlen dürfen natürlich auch nicht die umfangreichen Modernisierungsarbeiten im und am Stadtbad, die, wenn auch indirekt, dennoch schon mit dem Stadtfest zu tun hatten. Richtig, wir haben also ja schon im Jahr 21 begonnen, unser Stadtbad aufzuwerten mit einem völlig neu angelegten Spielplatz im Außenbereich, der also auch ganzjährig genutzt werden kann, der Sanierung und Umgestaltung und Modernisierung des Umkleidegebäudes im Bad. Und auch dort wollen wir dieses Jahr weitermachen, nämlich der zweite Bauabschnitt dieses Spielplatzes, der dann im Innenbereich liegen wird mit einem Wasser- und Sandspielbereich, mit einem Beachvolleyballfeld und verschiedenen Gestaltungen auf der Freifläche wollen wir dieses Jahr fortsetzen. Also dort greift natürlich auch das Jahr 21 in das Jahr 22 hinein. Das Jahr 2022 aufgrund der besonderen Festaktivitäten hat also sehr viel, wird die auch als Bürgermeister sehr viel in Anspruch nehmen. Was sind Stand Ende Januar vielleicht wichtige Ereignisse, die Sie mit dem Festjahr verbinden als Bürgermeister? Ja, das Festjahr wird sich in mehrere Teile gliedern. Wir haben ja nun im Januar und Februar aufgrund der Corona-Situation relativ wenige Veranstaltungen machen können, wollen aber dann, sobald es die Zeit zulässt, also auch im März, hier beginnen mit unserer Ausstellungsaktivität. Der Wildner Kultur- und Kunstverein wird im Rathaus eine neue Ausstellung mit historischen Aufnahmen der Stadt aus den letzten 150 Jahren beginnen und eröffnen. Da wird es eine Vernissage geben, hoffentlich auch unter den Corona-Bedingungen wird das möglich sein. Wir wollen dann natürlich auch im Frühjahr viele Aktivitäten beginnen, mit den Schulen gemeinsam, mit den Fördervereinen, mit der Feuerwehr, aber auch natürlich andere Dinge, die auf den Höhepunkt unsere Festwochen im Juni zusteuern. Die Hauptaktivitäten werden zwischen dem 11. und 19. Juni sein. Dort haben wir eine große Eröffnungsveranstaltung in der Wildner Kirche geplant, mit einem anschließenden historischen Markt auf dem St. Barbara-Platz. Wir wollen eine klassische Festsitzung des Stadtrates in historischem Gewand durchführen in der Festwoche. Wir wollen eine Zeitkapsel am Rathaus versenken, die dann auch die künftigen Generationen einmal vielleicht erinnern wird, wenn sie diese ausheben und ausgraben und wieder öffnen an unser Jubiläum, 800 Jahre. Wir wollen ein großes Stadtfest feiern, wie es die Wildner kennen, auch das
beliebte Bettenrennen noch einmal wiederbeleben. Das letzte fand schon vor langer Zeit, nämlich 2013 statt. Und auch dafür haben wir schon viele Anmeldungen. Das Festjahr als solches begehen ja auch vier andere Kommunen in unserer Region. Also Neukirch, Kuhnewalde, Soland und Hochkirch. Und mit all diesen Jubiläumskommunen haben wir Vereinbarungen getroffen, dass wir uns gegenseitig abstimmen, unsere Festaktivitäten, dass wir also nicht zeitgleiche Ereignisse stattfinden lassen. Und wir wollen auch das ein oder andere gemeinsam machen. Zum Beispiel die Auftaktveranstaltung Ende April in der Kuhnewaldner großen Dorfkirche, wo auch politische Prominenz erwartet wird, wo wir alle fünf uns gemeinsam auf das Festjahr einstimmen wollen. Trotz seiner vielfältigen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum muss Bürgermeister Michael Herford dennoch eine Reihe anderer, ebenso wichtiger kommunaler Ereignisse im Verlauf des Jahres 2022 im Blick behalten. Ja, also wir haben als Stadt natürlich nicht nur das Festjahr im Auge, wir haben dieses Jahr auch eine Wahl zu bestreiten, nämlich die Bürgermeisterwahl und die Landratswahl am 12. Juni. Und das ist auch ein Ereignis, was jetzt die Stadt administrativ begleitet. Das fällt auch in die Zeit der Festwochen. Es wird also nicht so einfach und wird sicherlich auch für die Belegschaft unserer Stadtverwaltung recht anstrengend. Aber auch das wollen wir bewältigen. Und neben den festlichen Aktivitäten haben wir aber auch noch andere Dinge auf der Agenda, wie zum Beispiel die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr in Wilthen. Wir wollen auch im Straßenbau weitermachen. Wir wollen unseren Stadtpark fertigstellen, möglichst noch vor der Festwoche im Juni und der Öffentlichkeit übergeben mit einem neuen Brunnen, einem funktionsfähigen Brunnen. Wir wollen sehen, dass sich unser Wohngebiet Engelwiese mit den ersten Bauwilligen füllt und dass wir dort die Kräne sehen und die Häuser entstehen sehen. Wir wollen auch weiterarbeiten im planerischen Bereich. Wir wollen also die Städtebauförderung nutzen, um zukünftig verschiedene Maßnahmen in der Stadt umzusetzen. Den zweiten Bauabschnitt im Freibad habe ich schon genannt. Wir haben schon jetzt begonnen mit der Sanierung und Modernisierung unseres Rathauses in verschiedenen Bereichen, die dann in einer Neugestaltung der Fassade münden wird. Wir wollen im Schulzentrum auch weitere Verbesserungen durchführen, wobei dort natürlich das Jahr 2021 mit der Umsetzung des Digitalpakts und einem Investitionsvolumen von fast 1 Million Euro ganz klar dominiert hat. Und im Jahr 2022 wird es natürlich dort im Schulzentrum etwas ruhiger zugehen, denn unsere Schulen sind ja auch aktiv mit in der Vorbereitung und Durchführung unserer Jubiläumsaktivitäten eingebunden. Ansonsten werden wir viele Dinge im Stadtgebiet verbessern und erneuern. Auch kleinere Maßnahmen werden durchgeführt. All das auch parallel neben den festlichen Aktivitäten. Das heißt, die gesamte Mannschaft des Rathauses, aber auch der Bauhof und unser Schulzentrum und alle, die am Gesamtsystem Stadt mitwirken, inklusive der Vereine und der Feuerwehr, werden in diesem Jahr, denke ich, sehr viel zu tun haben. Aber es wird auch viel Spaß machen, denn es ist ein Fest von Wildnern für die Wildner. Und dieses Jahr 2022 wollen wir eigentlich zu einem ganz besonderen Jahr machen und lassen uns dort auch nicht von Corona abschrecken, sondern wir wollen eigentlich dem Geschehen ein wenig trotzen und so viel wie möglich unserer Pläne umsetzen. Sollten sich die Pläne des Bürgermeisters zum Festjahr, auch wenn es Corona-bedingte Einschränkungen geben muss, dennoch verwirklichen lassen, dann könnte dieses Jahr Synergien freisetzen, die hoffentlich weit über den 31. Dezember 2022 hinauswirken werden. Mit unseren Feierlichkeiten zum 800-jährigen Jubiläum wollen wir als Wildner natürlich zum einen beweisen, dass wir gute Gastgeber sind, nicht nur für unsere eigenen Wildnerinnen und Wildner, sondern auch für unsere Gäste. Aber wir wollen auch einen guten Eindruck in der gesamten Oberlausitz, in ganz Sachsen hinterlassen und einen Augenzeig richten auf unsere Stadt, auf unser Jubiläum, dass wir eine prosperierende Kleinstadt sind, die sich gut entwickelt. Und ich denke auch, was ganz wichtig ist, ist so ein Stück weit, dass das Selbstbewusstsein unserer Wildnerinnen und Wildner, unserer Bürgerinnen und Bürger, dass das gestärkt wird und dass wir so mit ein bisschen Schuss Lokalpatriotismus aus diesem Festjahr hinausgehen und mit stolz geschwellter Brust an die Aufgaben des restlichen Jahrzehnts der 2020er gehen können. Vorfahrt beachten an der Bahnhofstraße.
im Zuge der Einrichtung einer neuen Dauerbushaltestelle an der Bahnhofstraße neben dem Pumphut für die ab Dezember letzten Jahres geänderte Linienführung des öffentlichen Personennahverkehrs wurden durch das Ordnungsamt der Stadt Wilden zwei wichtige Veränderungen vorgenommen, die den Verkehrsfluss im Bereich Bahnhofstraße, Straße zum Dahrener Berg und Wallfahrerstraße grundhaft beeinflussen. Zum einen ist der Bereich zwischen Kinokreuzung und dem Ortsende Richtung Wanderhütte zur 30er-Zone gemacht worden. Zum anderen gilt eine neu definierte Vorfahrtregelung für die Bahnhofstraße, die Rechts-vor-Links-Regel für gleichrangige Straßen. Dazu ist an den Straßenabzweigen jetzt eine Gefahrenstellebeschilderung in Zusammenhang mit Vorfahrtsänderung installiert worden. Das muss beispielsweise beim Befahren der Bahnhofstraße in Richtung Wallfahrerstraße beachtet werden. Nach dem Passieren des Eisenbahntunnels ist dem von rechts aus der Straße zum Dahrener Berg kommenden Verkehr die Vorfahrt zu gewähren. Gleiches trifft zu für die talabwärts aus Richtung Wanderhütte kommenden Fahrzeuge beim Passieren des Abzweiges an der Ziegelei. Auch hier ist jetzt den Verkehrsteilnehmern aus der bisherigen Nebenstraße die Vorfahrt zu gewähren. Neu ist die Vorfahrt jetzt auch geregelt für den aus Richtung Bahnhof kommenden Verkehr gegenüber den Bahnhofstraßenbenutzern. Testzentren vorgestellt. Spätestens seit dem Wissen, dass Impfungen nicht 100%ig vor dem Erhalt und der Weitergabe von Covid-19-Erkrankungen schützen können, kommt den Corona-Schnelltests für Bürger eine wachsende Bedeutung zu. Nicht zuletzt, um sich einbewegen im öffentlichen Raum, bei Veranstaltungen oder beim Einkaufen und mittlerweile auch für den Arbeitsplatz zu ermöglichen. In der Stadt Wilden gibt es derzeit 3 Testzentren, die die Schnelltests für Bürger durchführen. Seit dem Juni 2021 wird im Ergotherapiezentrum Kappler an der Straße der Befreiung im Wildener Niederdorf getestet. Termine dafür sind hier nur nach telefonischer Voranmeldung von Montag bis Freitag und auch an den Wochenenden während der regulären Praxisöffnungszeiten möglich. Die Tests werden hier vom Personal der Ergotherapie in Abhängigkeit von den therapeutischen Aufgaben durchgeführt und sind aus diesem Grunde nur individuell telefonisch terminlich vereinbar. Es werden nur Schnelltests, keine PCR-Tests vorgenommen. Da Parkmöglichkeiten vor der Therapie stark begrenzt sind, wird darum gebeten, dass anreisende Testkunden nach Möglichkeit den nur etwa 100 Meter entfernten öffentlichen Parkplatz neben der Zeppelinhalle der Weinbrennerei mit Zufahrt an der Straße der Befreiung nutzen. In der Mehrzweckhalle des Schulzentrums werden nach Schließung des früheren Testzentrums der Caritas-Sozialstation im Herbst vergangenen Jahres am gleichen Standort durch einen neuen Betreiber seit Mitte Dezember 2021 wieder kostenlose Bürgertests vorgenommen. Hier besteht sogar die Möglichkeit, ohne Voranmeldung für einen Test zu erscheinen, innerhalb der festgelegten Öffnungszeiten von Montag bis Freitag bzw. an Sonntagnachmittagen. Voraussetzung dafür ist lediglich ein informeller Datenabgleich beim ersten Besuch. Um Fehltestungen nach einer unmittelbar zuvor vorgenommenen Getränkeaufnahme der Testperson, zum Beispiel mit Cola oder Kaffee, auszuschließen, werden hier ausschließlich Nasentests vorgenommen. Testzentrum Nummer 3 in Wilden ist die Firma Lacova.
Hier werden die öffentlichen Bürgertests ausschließlich werktags in der Zeit von 6 bis 9 Uhr als Bürgerselbsttest unter Aufsicht eines ausgebildeten Mitarbeiters des Unternehmens angeboten. An gleicher Stelle und im gleichen Zeitraum können sich auch die Mitarbeiter des Unternehmens täglich einem Test unterziehen. Voranmeldungen sind hier ebenfalls nicht notwendig. Die Tests erfolgen in der ersten Etage des Bürohauses am Gartenweg neben dem Wildner Unternehmenssitz. In allen drei Testzentren kann man sich das Testergebnis ausdrucken lassen, nach einer kurzen Wartefrist, es auf sein Handy schicken lassen oder per Mail an die eigene Mailadresse senden lassen. Das trifft jedoch nur zu im Testzentrum in der Mehrzweckhalle und bei der Ergotherapie Kappler. Stadtrat im Januar. Ein langer Sitzungsabend sollte die erste Stadtratssitzung im Jahr 2022 werden. Die öffentliche Sitzung des Wildner Stadtrates am Mittwoch, dem 26. Januar im Ratssaal des Rathauses. Noch vor dem Einstieg in die abzuarbeitenden Tagesordnungspunkte gab es eine Wortmeldung des anwesenden Bautzner Kreisobmanns der Sächsischen Landesinnung für das Schornsteinfegerhandwerk. Herr André Förster war auf Bitte des Bürgermeisters Michael Herford zur Sitzung des Wildner Stadtparlamentes gekommen, um die gegenwärtige Situation in der Stadt bezüglich der Zuständigkeiten für Schornsteinfegerarbeiten in Wohnhäusern darzulegen. Die Notwendigkeit dafür ergab sich nach Bekanntwerden der gesundheitsbedingten Aufgabe von hoheitlichen Schornsteinfeger-Handwerksleistungen durch den bisher in Wilthen zuständigen kommissarischen Bezirksschornsteinfegerbetrieb Stoll aus Schirgiswalde-Kirschau. Es wird seit Monaten intensiv, auch in Zusammenarbeit mit der Landesinnung im Kreisgebiet Bautzen, nach einem Nachfolger gesucht. Über die bisher vorgenommene Aufteilung von Handwerksleistungen im Schornsteinfegerhandwerk informiert die Januarausgabe des Wildner Stadtanzeigers und sie wird auch Gegenstand einer Berichterstattung im Monat Februar sein. Herr Förster beantwortete dann die Fragen der Stadträte. Nach der Besetzung des Stadtwahlausschusses für die Wahl des Bürgermeisters im Juni diesen Jahres zogen die Stadträte und Rätinnen im nächsten Beschluss einen Schlussstrich unter die Finanzen für die in den letzten 2 Jahren durchgeführten Arbeiten zur Sanierung und Brandschutzertüchtigung im Immanuel-Kant-Gymnasium. Ab 2019 wurden dabei die komplette Brandschutzanlage des Gebäudes modernisiert, Brandschutztüren in den Fluren eingebaut, brandschutztaugliche Trennwände mit dazugehörigen Oberlichten eingebaut. Rund 610.000 Euro hat sich die Stadt Wilthen diese Maßnahme kosten lassen, bei einer 50-prozentigen Förderung durch den Bund. Die Kosten lagen nur unwesentlich von den ursprünglichen Planungskosten vor der Maßnahme entfernt. Ein nächster Beschluss galt der Vergabe von Planungsleistungen für den zweiten Bauabschnitt Spielplatz- und Freiflächengestaltung im Wildner Stadtbad. Bis zum Saisonbeginn Anfang Juni sollen hier ab Ende März unter anderem ein Beachvolleyballfeld sowie ein Wasser- und Matschspielbereich für Kleinkinder angelegt werden. Der letzte Beschluss betraf die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Wilthen. Dazu informierte Stadtrat Erik Trötscher, der Leiter der Ortsfeuerwehr, seine Kolleginnen und Kollegen über den Planungsstand der seit 2017 laufenden Vorbereitungen für den Fahrzeugkauf. Denn schließlich soll und muss es nach allen Gesichtspunkten eines zeitgemäßen Löschwesens ausgerüstet werden. Es wird das bisherige in die Jahre gekommene Tanklöschfahrzeug ablösen,
auch wenn der Erhalt nach Lage der Dinge zum Jahresende 2023 erst erwartet wird. Wie dringend notwendig die Neubeschaffung aber ist, zeigen die Ausführungen von Stadtwehrleiter Kamerad Sven Kunert. Für die Organisation und jetzt zu unserem Tanklöschfahrzeug. Ja, das wird uns noch die nächsten 2 Jahre Bauchschmerzen bereit. Aktuell steht es in Stolpen, weil die Pumpe, wie Sie heute festgestellt haben, einen erheblichen Schaden an der Welle hat. Also nicht bloß das, was wir es hingeschafft hatten, wegen dem Extender. Wir liegen aktuell bei einer Prognose von 8.500 Euro, alleine nur für eine Reparatur eines Fahrzeuges, was uns für die nächsten 2 Jahre dienen muss. Wir haben keinen adäquaten Ersatz dafür, gerade weil es das Fahrzeug ist, was das Wasser mit sich führt. Und über die Situation mit Löschwasser brauchen wir eigentlich nicht mehr großartig reden. Wir werden den sauren Apfel beißen müssen. Wir werden hoffen, dass es die letzte große Reparatur ist, die dieses Fahrzeug mit sich bringt. Den Zuschlag zum Ankauf des Fahrzeuges erhielt die Firma Ziegler. Es wird stolze 466.000 Euro kosten. Land und Landkreis beteiligten sich immerhin mit 194.000 Euro. Bürgermeister Michael Herford verwies am Ende auf die herausragende Bedeutung der kostenintensiven Neuanschaffung, nicht nur für die Stadt Wilten. Und wenn die Leute erschreckt, wie könnte die Stadt ein Auto für eine halbe Million kaufen? Ja, wir kaufen es ja nicht für uns, damit wir da Spaß haben kann und rumfahren, sondern wir kaufen es, damit Wilten und die Umgebung, die Region sicherer ist. Und ja, wir haben eine Feuerwehr, die wahrscheinlich die einsatzstärkste und einsatzkräftigste ist in diesem Oberland. Und das wollen wir auch bleiben. Und ich sage es nochmal, wie bei allen anderen Fahrzeugbeschaffungen, die Qualität der vorhandenen Fahrzeuge ist auch ein Garant dafür, dass sich junge Menschen für das Thema Feuerwehr interessieren. Und wir können den Schrotthaufen durch die Gegend fahren, wo wir jedes Wochenende dran schrauben, damit die noch weiterfahren. Und so kann man auch Brandschutz machen. Aber das ist nur unser Anspruch. Jugendhaus bereit für Winterferien. Damit die Gäste des Faltenberg-Wichtel-Jugendhauses an der Dresdner Straße in den beiden Februarferienwochen ein abwechslungsreiches Ferienprogramm erleben können, haben sich die derzeitige Hausleiterin Caroline Griesch und ihr Wichtel-Team in den letzten Januartagen eine Menge einfallen lassen. So, bald stehen die Winterferien vor der Tür und wir hier vom Jugendhaus in Wilten haben für euch natürlich ein abwechslungsreiches Programm bereitgestellt. Dazu haben wir auch diesen Flyer, den ihr im Jugendhaus bekommt oder zum Beispiel auch bei der Schulsozialarbeit in Wilten. In der ersten Ferienwoche starten wir mit einem Kreativangebot zum Thema Valentinstag. Also wer noch ein kleines Präsent für seine Lieben zu Hause benötigt, kommt einfach am Montag in der ersten Ferienwoche ins Jugendhaus. Die beiden Dienstage in der ersten und in der zweiten Ferienwoche gestalten sich mit einem Musikworkshop. In der ersten Ferienwoche in Wilten, in der zweiten in Neukirch. Also wer gern Instrumente ausprobieren möchte, singen, vielleicht sogar auch eigene Songs und Lieder kreieren, der meldet sich einfach bei mir in Wilten oder bei Max in Neukirch und dann organisieren wir etwas auch mit einem Shuttle-Service von Wilten nach Neukirch. In der ersten Ferienwoche am Mittwoch fahren wir gemeinsam mit dem Jugendhaus in Neukirch nach Bautzen zum Bowling. Also wer Lust auf Bowlen hat, der meldet sich einfach bei mir oder bei Max und holt sich einfach einen Anmeldeflyer ab. Also beeilt euch, die Plätze sind begrenzt. Aber auch für die Zuhausebleiber gibt es immer was zu erleben. Und die meisten Ferienabenteuer sind von vornherein unabhängig von der Wetterlage eher im Indoor-Bereich angesiedelt. Zum Beispiel beim hausinternen Darts-Turnier am letzten Ferientag in Woche 1. Woche 2 beginnt mit einer Kreativwerkstatt am Montag und endet am Freitag mit einem Billardturnier. Und der krönende Abschluss der Winterferien gestaltet sich mit einer Faschingsfatsche. Also alle unter 18-Jährigen können am Donnerstag in der zweiten Ferienwoche nach Neukirch kommen. Dort findet unsere Faschingsparty im Gewölbe statt. Also wenn ihr Lust habt, noch irgendwelche Fragen oder Wünsche, dann meldet euch einfach bei mir, ruft mich an, schreibt ihr eine Nachricht oder holt euch einfach einen Flyer ab. Also wir sehen uns dann im Jugendhaus. Ab Februar genügt zum Betreten des Hauses für alle Winterferienveranstaltungen das Tragen einer Mund-Nase-Maske. Baustellen im Januar. Etwas überraschend für die Anwohner von Taudewalde dürfte der plötzliche erneute Besuch
der Butterwassererneuerer aus Burkau in den Januartagen für Sie gewesen sein. Übrigens auch für Stadtrat Heinz Richter bei der letzten Sitzung. Eigentlich glaubte man die Baustelle bereits als beendet. Dem war, wie Bauamtsleiter Heiko Knoppig in der Januarsitzung noch einmal informierte, allerdings nicht so, denn die untere Wasserbehörde war mit einer von der Stadt Wilden im Zuge der Hochwasserereignisse vom Juli letzten Jahres vorgenommenen Änderung bezüglich der Platzierung von Wasserbausteinen im Bachlauf wegen der Behinderung eines pflanzlichen Wachstums an diesen Stellen nicht einverstanden gewesen. Deshalb wurden die Steine in dem etwa 30 Meter langen Teilstück wieder entnommen, zugunsten weiterer Pflanzmatteninstallationen. Beim nächsten Hochwasser wird sich dann die Nachhaltigkeit dieser Maßnahme hoffentlich erweisen können. Rathaus putzt sich. Im Rathaus der Stadt wurde im Monat Januar wie schon im Dezember letzten Jahres kräftig renoviert. Nach dem Ordnungsamt und dem Liegenschafts- bzw. Brandschutzamt im Vormonat konzentrierten sich die Arbeiten jetzt auf die Chefetage, das heißt den Bereich Sekretariat und Bürgermeisteramt. Darin eingeschlossen waren der Mitarbeiteraufenthaltsraum sowie eine angrenzende Teeküche. Während die Arbeiten beim Bürgermeister und im Sekretariat abgeschlossen werden konnten, wird in den anderen Räumen noch auf das ein oder andere neue Inventarteil gewartet. Im Frühjahr sollen weitere umfangreiche Modernisierungsarbeiten gestartet werden. Abschied von Weihnachten. Auch das schafft Corona. Am Sonntag, dem 30. Januar, traf sich die Wildner Kirchgemeinde zum allerletzten Male in der evangelischen Kirche in diesem noch jungen Kirchenjahr im Glanz des zurückliegenden Weihnachtsfestes. Noch einmal schenkte die 6 Meter hohe serbische Fichte und der weihnachtlich geschmückte Altarraum den Gläubigen die innere Nähe zum zurückliegenden Hochfest im Dezember des letzten Jahres. Möglich wurde dieses für diesen Zeitpunkt eher ungewöhnliche Erlebnis nur durch die aktuellen kirchliche Veranstaltungen betreffenden Corona-Auflagen. Und die sehen derzeit für den Zugang der Besucher mindestens eine 3G-Regel, das Tragen einer FFP2-Maske und mit den bekannten Abstandsregelungen vor. Deshalb kommen die früher üblicherweise im Gemeindesaal der Kirchgemeinde im Januar vollzogenen Gottesdienste derzeit nicht in Frage. Der Weihnachtsschmuck inklusive dem großen Herrnhuter Stern auf dem Kirchturm wird von Kirchner Ernst Wagner in der Regel erst in den ersten Februartagen nach Maria Lichtmess entfernt. Der Familiengottesdienst mit Tauferinnerung am vorletzten Januartag wurde unter Leitung des Gemeindepädagogen Holger Pötschke und von Kantor Tobias Mädger gehalten. Im Mittelpunkt standen diesmal Engel, diese sagenumwobenen Helfer Gottes, die wir in diesen Zeiten eher täglich um uns bräuchten, nicht nur an Weihnachten oder wenn wir allzu sorglos uns im Alltag bewegen. Übrigens, Engel tragen in biblischen Darstellungen keine Flügel. Vielleicht entdecken Sie aber dennoch einen in Ihrem eigenen Umfeld. Gaumenfreude zum Jubiläum. Ein Präsent der Marke Premium-Klasse hat sich die Wildner Weinbrennerei aus Anlass der 800-Jahr-Feier der Stadt und zum firmeneigenen Jubiläum 180 Jahre Wildner Weinbrennerei ausgedacht. Sein Name: Cordial Medoc.
Er erblickte nach einem jahrzehntelangen Winterschlaf in den Rezeptbüchern der traditionsreichen Wildner Weinbrennerei am letzten Januartag des Jahres 2022 endlich wieder das Licht der Welt. Denn neu ist er nicht. Seine Rezeptur verdankt der edle Likör den Ideen des Firmengründers Christian Traugott Hühnlich. Bis in die 1970er Jahre wurde er hier in Wilden sogar regelmäßig abgefüllt, bis es recht still um ihn wurde. Denn die Ausgangsstoffe zu beschaffen, wurde für den damaligen Außenhandel der DDR immer schwieriger. Die kommen nämlich bis aus dem sonnigen Süden der Iberischen Halbinsel. Deshalb lässt auch der Cordial Medoc damals wie heute keine Zweifel aufkommen an seiner spanischen Herkunft und an seinem südländischen Temperament. Das schöpft er zum Beispiel aus seinem Weiß- und Rotweinanteilen, aus dem edlen Malaga-Wein und aus einer im Mittelmeerraum weit verbreiteten Heilpflanze, der Veilchenwurzel. Schade eigentlich, dass der süße Südländer in den vergangenen Jahrzehnten sich so rar machen musste. Oder hatte er einfach nur auf die beiden Jubiläen in Wilden in diesem Jahr gewartet? Die Flaschenform deutet schon mal auf den edlen Charakter der Spirituose hin. Diese gleicht dem 2017 zum 175-jährigen Firmenjubiläum abgefüllten Cask Grande. Genau. Beim Erscheinungsbild der Version 2022 überließen die Entwickler nichts dem Zufall. Das Hauptetikett erinnert im Schriftbild exakt an die Abfüllung aus den 70er Jahren. Natürlich gibt es entsprechende Verweise auf das Stadtjubiläum Wilten 800 bzw. 180 Jahre Wildner Weinbrennerei. Und selbstverständlich wird über die Inhaltsstoffe des Cordial Medoc informiert. Informiert sei an dieser Stelle auch über den Preis des Cordial Medoc, der beträgt 26,99 Euro. Ein kleiner Wermutstropfen dürfte jedoch die Vorfreude auf das in Kürze, vielleicht mit etwas Glück auch in Wilten, sowie natürlich im Online- und Einzelhandel und im hauseigenen Führungsverkauf erhältliche Jubiläumsgetränk etwas trüben. Denn es gibt vorerst nur eine limitierte Auflage von 2000 abgefüllten Flaschen. Davon hat aber, wie zu erwarten, die Stadt Wilden bereits einen großen Teil für ihr Jubiläum in diesem Jahr reservieren lassen bei Geschäftsführer Lutz Schürer. Der teilt auf Anfrage mit, wenn der Absatz es hergibt, steht jedoch einer Nachauflage, sprich nach Abfüllung, diesmal nichts im Wege. Wohl bekomm's, zu Ehren der Stadt und seiner Weinbrennerei. Damit das große Stadtjubiläum in diesem Jahr zu einem eindrucksvollen und nachhaltigen Erlebnis für Einwohner und Gäste werden kann, laufen die Vorbereitungen im Organisationshauptquartier der 800-Jahr-Feier der Stadt Wilden, der Touristinformation an der Bahnhofstraße, seit Wochen auf Hochtouren. Mitte des Monats Januar hat die Festchef-Organisatorin Katja Wagner alle Hände voll zu tun, damit der angekündigte Terminplaner für das komplette Festjahr
noch im Januar in Druck gegeben werden kann. Leider verlief die komplette Planungsarbeit der letzten Monate wegen der wechselnden Pandemiesituation alles andere als optimal. Natürlich haben wir ein bisschen Schatten Corona-bedingt, das braucht man wahrscheinlich niemandem sagen. Kann sich sicherlich jeder vorstellen, dass das eine gewisse Hemmschwelle darstellt. Was können wir machen? Wie viel können wir einladen? Können wir überhaupt planen? Aber wir haben uns zur These gestellt, dass wir sagen, wir blenden diese Geschichte einfach aus und gehen davon aus, dass wir alles durchführen können. Weil selbst bei den Vorbereitungen sollte man ja ein bisschen Spaß haben. Und ohne Spaß funktioniert es nie. Und wenn wir das ständig aufs Tablett holen, dann macht es keinen Spaß. Wir gehen also ganz mutig davon aus, wir können alles so, wie wir es uns vorgestellt haben, in diesem Jahr durchführen. Und müssen dann natürlich immer ganz kurzfristig gucken, was geht und was geht nicht. Und was wird uns vorgeschrieben. Das bedeutet, dass alle in diesem Film bzw. auch die in dem im Februar erscheinenden Programmheft bekannt gemachten Veranstaltungen für ihre mögliche Durchführbarkeit letztlich immer den aktuell geltenden Corona-Schutzverordnungen unterliegen. Leider war dieser Praxis geschuldet der ursprünglich beim Neujahrsempfang im Januar geplante offizielle Startschuss ins Festjahr wegen der notwendigen Veranstaltungsabsage geplatzt. Ja, Corona-bedingt mussten wir jetzt ganz kurzfristig den ganzen Januar erstmal streichen. Aber wir beginnen jetzt mit dem Februar und führen dort alle Veranstaltungen durch. So ist unser Plan. Das beginnt mit einer Multivisionsshow im Haus Bergland. Dazu sind Reiseinteressierte und Bergfreunde eingeladen. Es wird auch eine Eisenbahn, also eine Modellbahnausstellung geben in der Mensa von unserem Schulzentrum über die Eisenbahnfreunde, die sich was ganz Besonderes einfallen lassen haben für dieses Festjahr. Und der eigentliche Auftakt und das Highlight im Februar wird der Geburtstag der Stadt sein, am 25. Februar, was ja der Grund ist, warum wir dieses komplette Jahr feiern. Was ist denn da geplant für dieses Jubiläum, für dieses spezielle Jubiläum? Wir machen eine kleine Geburtstagsfeier anlässlich unserer Stadt vor dem Rathaus, wo es ein kleines kulturelles Programm gibt, wo wir die eine oder andere Überraschung für unsere Besucher haben. Und es gibt auch eine kleine Verköstigung direkt vor dem Rathaus. Mehr als 30 Veranstaltungen sind derzeit zwischen Februar und Dezember 2022 fest geplant. Tendenz steigend. Ja, also grob gesehen kann man so zwischen 30 und 40 Veranstaltungen ausgehen, die wir aktuell auf dem Tisch haben, die auch fest geplant sind und schon organisiert sind, die wir durchführen wollen. Man merkt aber deutlich, dass jetzt, wenn es so anrollt, eine kleine Dynamik so in der Bevölkerung passiert und dass die einen oder anderen jetzt noch hervorkommen. Und ich habe auch noch die Idee, ich habe die Idee. Wir sind da ganz offen und ich denke schon, dass das eine oder andere noch zusätzlich dann sich finden wird. Festhöhepunkt des ersten Halbjahres bildet eine abwechslungsreiche Woche im Monat Juni mit viel Altbewährtem. Ja, also das Highlight ist unsere Festwoche im Juni, die auch mit dem kirchlichen Auftakt in der Kirche beginnt und auf dem St. Barbara-Platz in einem historischen Markt quasi als Auftakt beginnt. Die ganze Woche durchweg wird es jeden Tag kleine Feierlichkeiten in der Stadt geben. Die kann man dann, denke ich mal, in unserem Programmheft genauer durchlesen. Und das große Highlight, das Festwochenende, was eigentlich alle schon so kennen auf dem Festplatz, das wird uns dann natürlich mit dem Höhepunkt Bettenrennen noch wieder eine besondere Freude sein, hoffe ich. Eingebunden in die Jahresfestivitäten der Stadt sind aus bestehendem Anlass auch die der SG-Fußballer Wiltens. Wir sind ja nicht die einzigen von der Stadt, die ein Jubiläum haben. Auch der Fußballverein, das haben sicherlich die einen oder anderen schon gehört, hat ein großes Jubiläum und wird dann im Juli eine große Veranstaltung auf dem Sportplatz machen für alle Feierbegeisterten. Dann haben wir als Highlight im August, was wir noch nie hatten, eine Skaternacht geplant in Wilten und auch ein Bad Neptunfest in unserem schönen neuen Stadtbad. Der Festsommer klingt im Monat September dann recht sportlich aus, wenn unter anderem Stadt- und Naturfreunde mit zwei Events locken.
Also auch den Radwandertag, den viele schon kennen, den gestalten wir dieses Jahr etwas größer aus mit allen Kommunen zusammen, die auch die 800 begehen. Es wird also einen Radwandertag durch diese Jubiläumsgemeinden geben. Das Fischerfest und der Oberlausitzer Hunderter sind wieder ein Thema im Herbst, als auch eine Filmnacht in Tautewalde. Und in der Filmnacht wird es auch einen ganz besonderen Höhepunkt geben, der mit Wilden zu tun hat. Und ausklingen wird das Ganze beim Adventsmarkt, den wir ja alle kennen. Selbstverständlich sind auch bereits die beiden Partnerstädte Wildens, Eppelheim in Baden-Württemberg und Löwenberg im Nachbarland Polen, herzlichst eingeladen. Mit ihrer Teilnahme vor allem zur großen Juni-Erlebniswoche wird fest gerechnet. Eine wichtige Rolle in Vorbereitung und Durchführung des Stadtjubiläums spielten und spielen die Vereine der Stadt. Sie werden nicht nur beim historischen Markt auf dem St. Barbara-Platz und beim Bettenrennen vertreten sein, sie wollen auch noch weitere Akzente im Festjahresreigen setzen. Also dort muss ich mich nochmal auch lobend an alle Vereine auf diesem Weg äußern. Wir sitzen seit sehr vielen Monaten jetzt immer zusammen und tagen und planen und organisieren. Und ich bin, ich denke meine Kollegin auch, sehr begeistert, wie das Engagement der einzelnen Vereine ist. Also seien es Ideen, seien es Einbringen, die sind da alle ganz rege dabei. Und ich freue mich ganz, ganz besonders auf den historischen Markt, wo wir dort alle zusammen auftreten werden und feiern können. Parallel zur Festvorbereitung für Wilden 800 arbeitet seit einigen Jahren bereits ein zweites Team mit Bürgermeister Michael Herford, Ortschronist Peter Kubitz und Ortsarchivkenner Achim Elsner an der Erarbeitung einer Festschrift zum Stadtjubiläum. Deren Veröffentlichung wird sich aber entgegen der ursprünglichen Planungen jedoch aus gutem Grund auf das Jahr 2023 verschieben. Also es ist so, dass unsere fleißigen Helferlein, die Ortschronisten, als auch unser Bürgermeister da schon ganz viel Text und Bildmaterial zusammengetragen hat. Es gibt doch einen Verlag, der dort schon in den Anfängen steckt und schon ganz viel zusammengetragen hat. Wir wollen allerdings natürlich nie versäumen, dass das Fest ja ein ganz großer Teil dieser Festschrift sein soll und noch den Abschluss bildet. Das heißt, das Buch, was wir planen, wird es voraussichtlich erst im nächsten Jahr geben, dass wir dann auch alles so schön komplett haben. Das Jubiläum Wilden 800 kann also beginnen. Die Vorbereitungen liegen in besten Händen, die Feierlichkeiten sind auf einen guten Weg gebracht. Vielleicht gelingt es auch noch, das leider abgesagte große Schulfest der Schulfördervereine im April wenigstens in einer abgespeckten Variante, aber dennoch in diesem Jahr durchzuführen. Denn Wilden 800 wird einmalig. Also zum einen hoffe ich natürlich, dass uns Corona dort, das Wort kann wahrscheinlich keiner mehr hören, aber das ist eigentlich so das Damoklesschwert, was über uns schwebt die ganze Zeit, dass uns das so wenig wie möglich trifft und die Menschen auch wieder freier sein können und das auch genießen, was wir seit Monaten versuchen auf die Beine zu stellen. Und ja, wir wollen ja mit den Wildnern gemeinsam feiern und ich hoffe, dass auch die ganzen Empfindungen und Emotionen, die in diesem ganzen Jahr zusammenkommen, dann positiv nach außen wirken. Und man sagt, es war schön, es war ein schönes Jubiläumsjahr und es hat für uns alle ja was gebracht. Und das strahlt dann hoffentlich auch die Kommune nach außen hin aus.